Jahren darum bemüht, ein Interview mit Ihnen zu bekommen. Nun ist es möglich. Warum gerade jetzt? Im Namen Gottes. Allahumma ajjal waliyyak al-faraja wal-afiyata wan-nasr. Waj'alna min khayr ansarihi wa abanih wal-mustashhadin bayna yadayhi. Zunächst möchte ich alle Menschen, die dieses Gespräch hören, grüßen, das deutsche Volk und diesem Volk gute Tage und ein gutes Jahr mit Gesundheit und Erfolg haben. Ich bin sehr interessiert am Gespräch mit Medien, vor allem mit deutschen Medien. Aber die Zeit, Sie wissen ja. Ja, die Termine, die müssen festgelegt werden. Als Stadtpräsident hat man sehr viele Aufgaben zu erledigen. Aber ich bin froh, dass ich endlich diese Möglichkeit und diese Zeit habe, mit Ihnen zu sprechen. Menschen in Europa, speziell in Deutschland, schauen mit großer Spannung auf diese Region im Moment und fürchten, dass ein Krieg möglich sein könnte. میگن که مردم اروپا با توجه خاص به اوضاع منطقه نگاه میکنن و مسئله خطر جنگ رو هم مد نظر دارن. Haben Sie eine Botschaft in diesem Zusammenhang heute? آیا جناب عالی در این خصوص پیامی دارید؟ Können Sie uns sagen, Kriegsgefahr von welcher Seite und warum? Sie wissen so gut wie ich, dass Israel mit einem Angriff auf Iran droht, wenn sich die Frage des Nuklearprogramms nicht anders lösen lässt. Warum muss Israel drohen? Weil Iran bis heute sich weigert, sein Atomprogramm restlos offen zu legen. Zeigen die Zionisten Klarheit und Transparenz in ihrer Nuklearfrage? Sie haben mehr als 250 atomare Sprengköpfe. Ist das kein Problem, wenn sie so ausgestattet sind? Israel gehört nicht zum Atomwaffensperrvertrag. Es hat keine vertragliche Verpflichtung, das offen zu legen. Iran hat diese Verpflichtung. Das heißt, jeder, der nicht Mitglied von NPT-Vertrag ist, ist frei zu tun, was er will? So ist das wohl. Das heißt, wenn jemand Mitglied des NPT-Vertrags ist, darf er entrechtet werden. Und die Zionisten dürfen das Land, ein Mitgliedsland der IAEO, drohen. Wir sind prinzipiell mit der nuklearen Bombe gegen diese nuklearen Bombe. Das ist eine unmenschliche Waffe aus unserer Sicht und unmoralisch. Allerdings, diejenigen, die solche Waffen haben, sind nicht in der Lage, diese Waffen einzusetzen. Die Zeiten der Atombombe wurde mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Ende gebracht und wurde einfach begraben. Die Zionisten gegen Hamas und Hezbollah irgendwas tun mit ihren Waffen? Oder konnte die Atombombe die Sowjetunion retten? Oder konnten die Atombomben der USA dem Land helfen? Also das gehört zum letzten, die Atombombe gehört dem letzten Jahrhundert. Wer so etwas sucht, ist zurückgeblieben. Zurückgeblieben in der Geschichte und in der Menschheit und in der Humanität und in der Politik. Aber meine Frage lautet, warum haben ein paar Zionisten das Recht, alle anderen Menschen zu drohen? Das ist meine Frage. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Zionisten über allen internationalen Regelungen und Gesetzen und Vorschriften stehen? Das heißt,
die ihre Rechte in, gegenüber dem amerikanischen Volk auch durchsetzen und mit Gewalt sogar. Und das gleiche auch in Europa tun. Auch in Iran. بکشن، ترور کنن، خراب کنن. Töten, terrorisieren, zerstören. Haben Sie dieses Recht? واقعا سوال اینه چرا دولت‌های اروپایی به طور مطلق از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنن؟ Warum die europäischen Staaten blind die Zionisten unterstützen? Das ist die Frage. چرا ثروت مردم اروپا باید خرج آدمکشی در فلسطین بشه؟ Warum muss das Kapital und das Geld der europäischen Völker für die Zionisten ausgegeben werden? و خرج تهدید ایران بشه. Und auch dafür ایران یه کشور آریایی نیست. Iran ist kein künstliches Land. یه کشور اشغال شده. Ist auch kein besetztes Land. یا یه دولت اشغالگر. Ist auch kein Besatzungsregime. ایران 7000 سال 10000 سال تاریخ. Iran hat 7000 Jahre 10000 Jahre Geschichte. و تمدن. Und Zivilisation. یه کشور مستقله. Ist ein selbstständiges Land. Bezeichnen Sie Israel als ein künstliches Land? Ja, sicher. Das wissen Sie auch. Das wissen auch die anderen. Wie ist dieser Staat, wie dieses Regime zustande gekommen? Das ist eine kolonialistische Planung gewesen. Das weiß jeder. Entstanden durch eine Lüge. اونها هیچ وقت حاکم نبودن. Die sind niemals Herrscher dieses Landes gewesen. یه ماجرایی به نام هولوکاست درست کردن. Die haben eine Geschichte mit dem Titel Holocaust خسارتشو از جیب مردم فلسطین برداشت. Und gemacht und die Schaden, die Schäden und die Kosten dafür müssen die Palästinenser bezahlen. در حالی که ملت فلسطین هیچ نقشی نداشت. Während das palästinensische Volk überhaupt keine Rolle dabei spielte. نه در جنگ دوم جهانی. Weder beim Zweiten Weltkrieg. نه در حوادث گوناگون. Noch bei den anderen Ereignissen danach. Ist das der Grund dafür, dass Sie einmal gesagt haben, dieses Land wird von der Landkarte verschwinden? Wir haben دلیل که جناب عالی یک بار فرمودید که این کشور باید از نقشه حذف بشه. ما میگیم که اشغالگری و جنایت باید حذف شه. Wir sagen, dass Besatzung und Verbrechen eingestellt werden muss und verhindert werden. دروغگویی، فریبکاری، حمله به زن و بچه، تروریسم، اینا باید حذف بشه. Gegen Kinder und Frauen, Terrorismus, all diese Sachen, wir sind gegen diese Phänomene. به نظر شما اگر امروز در فلسطین یک رفراندوم آزاد بشه، راجع به تعیین نوع حکومت، kommen würde über die Art der Regierung. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ Was würde da passieren? ما همونو میگیم. Das wollen wir, das sagen wir gerade. Lassen Sie uns über Iran sprechen und die Frage des Atomprogramms, die ganze Welt heute interessiert. Dieses Problem ließe sich lösen, wenn die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde endlich in Iran den Zugang bekommen würden, den sie verlangen. Restlose Offenlegung, Besuch aller Einrichtungen, keine Spiele mehr mit Terminen. Haben Sie vor, diesen Zugang nun zu geben? Die meisten Zugänge hat die IAEO in Iran. بیشترین همکاری رو die ما داشتیم. Zusammenarbeit haben wir mit dieser Agentur gehabt. اسناد اینو نشون میده. Die Dokumente beweisen das. منتها دو سه تا مشکل هست. Aber es gibt zwei, drei Probleme. اول اینکه آژانس مستقل عمل نمیکنه. Die IAEO arbeitet nicht selbstständig. تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ. Ist beeinflusst von großen Mächten. من از شما سوال میکنم اگر ما هم صاحب حق ویتو بودیم در شورای امنیت آژانس با ما هم طور برخورد میکرد یا اگر یکی از کشورهای بلوک آمریکا بودیم واقعا آژانس همینطوری برخورد میکرد auch weiter so mit uns vorgehen. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist das Verfahren, die Verfahrensweise bei der IAEO.
Die EU sagt uns, wir müssen nachweisen, dass wir clean sind, dass wir korrekt sind. Genau. Wie kann man das beweisen? چطور میتونی اثبات کنی مریض نیستی؟ Wie kann man beweisen, dass man nicht krank ist? مریض بودن رو میشه ثابت کرد. Krankheit kann man beweisen. مریض نبودن رو نمیشه ثابت کرد. Alle Türen öffnet. میگن که ولی خب اگر آدم همه درها رو باز بکنه این امکان پذیره این شفافیت سازی. آیا آلمان اجازه میده که دفتر Würde Deutschland erlauben, dass das Büro von Frau Bundeskanzlerin von Inspektoren zum Beispiel angesehen wird? Deutschland hat noch nie einen Zugang verwehrt, ja, den die Inspektoren haben wollten. Alman hergez جلوی هیچ گونه دسترسی رو نگرفت. یعنی اجازه میده که آژانس خارج از قانون عمل کنه. Das heißt, Deutschland erlaubt der EIO außerhalb der Gesetze zu handeln? آژانس هم قانون داره. Das heißt, bei der EIO gibt es auch Regelungen. قرارداد داره با ما. Und es gibt einen Vertrag mit uns. نمیتونه استقلال ما رو مختوش کنه. Und unsere Selbstständigkeit kann die EIO dadurch nicht verletzen. تجربه نشون داده که اطلاعات سری ما در اختیار دشمنان ما قرار میگیره. Informationen unseren Feinden zur Verfügung gestellt werden. ما همکاری کردیم، اسامی دانشمندانمون رو دادیم به آژانس. Unsere Atomwissenschaftler der EIO gegeben. منتشر کرد. Und die haben das veröffentlicht. دانشمندان متوسط صهیونیست ها ترور شدن. Wissenschaftler sind durch Zionisten terrorisiert worden. Die sind umgebracht worden. Wer muss jetzt, wer trägt jetzt die Verantwortung dafür? آیا دولت آلمان از حقوق دانشمندان هسته‌ای ما دفاع میکنه؟ Verteidigt die Bundesregierung in Deutschland die Rechte unserer Atomwissenschaftler? آژانس یه قانون داره. Es gibt Vorschriften, klare Vorschriften bei der EIO. Nach diesen Vorschriften werden wir die maximale Zusammenarbeit machen mit der EIO. Aber die wollen mehr. تمام اطلاعات دفاعی ما رو به دشمنان ما دادن. Haben sie an unsere Feinde weitergeleitet. ما تنها کشوری هستیم wir که اطلاعات هسته‌ای ما در تمام رسانه‌های دنیا منتشر wir شده. Wir sind das einzige Land, dessen nuklearen Informationen und Daten überall in der Welt verbreitet worden. و این خلاف آشکار از قوانین آژانس. Und das steht im klaren Gegensatz zu den Regelungen der EIO. ما متأسفیم که آژانس تحت تأثیر فشار سیاسی عمل می‌کنه. Unter dem Einfluss des politischen Drucks handelt. بذارید من جمله آخر رو به شما. Lassen Sie mich einen letzten Satz sprechen. ما بمب اتم قبول نداریم. Wir sind gegen die Atombombe. هرگز نمی‌سازیم. Niemals, wir würden niemals eine Atombombe bauen. اما اگه بخوام بسازیم از کسی نمی‌ترسیم. Aber wenn wir bauen wollen, dann haben wir keine Angst vor jemand. اعلام می‌کنیم. Wir würden es ganz klar und deutlich erklären, dass wir sowas tun. تو تاریخ لحظه سراغ دارید که ملت ایران از کسی قدرتی ترسیده باشه؟ Kennen Sie in unserer Geschichte irgendeinen Zeitpunkt, wo das iranische Volk Angst vor jemandem hatte? احمدی نژاد اگر بخواد